Lasst uns den Schatz vom Itzenstein suchen. Jawohl, Hauptmann Felix. Wird bloß riesig schwer sein, über den Graben zu kommen. Oder soll unsere Felicitas einen dreifachen Salto schlagen? Achtung! Die Leiter heraus! Weiter, weiter die Leiter! Weiter, noch weiter! Aufgesessen, wir fahren hinüber! Ich habe Angst, Hauptmann Felix. Aber Augustin, der Ferienlagerbus, hätte keine. Tatütata, was der kann, das schaffe ich auch. Achtung, immer geradeaus. Wie im Zirkus. Nudel, Nudel, nicht so wackeln. Oh wei. Na bitte, man muss nur ein bisschen Glück haben. Wird bloß riesig schwer sein, da hineinzukommen. Oder soll unsere Felicitas auch noch über die Mauer springen? Dideldum, pack die Leiter auf. Lukas, heb das Tor an. Achtung! Hauptmann Felix, das schaffen wir nicht. Aber Augustin, der Ferienbus und die Kinder, die würden es schaffen. Und wir können das auch. Mit unseren Riesen. Achtung! Riesen! Riesen! Mit Riesen! Riesen! Riesenkräften! Na bitte, hab ich's nicht gleich gesagt? Oh, helft mir zu Hilfe! Das ist bestimmt ein affiges Hühnerauge! Achtung, Lukas! Zähne zusammenbeißen! Wir holen dich raus! Das wird gar nicht so leicht sein, so einen riesen Quadratlatschen herauszuleiern. Ich sag ja immer, man muss eben Glück haben. Dann geht alles. Jawohl, Hauptmann Felix. Die ganze Mannschaft angetreten. Alle Mann, Achtung. Felicitas bleibt hier auf dem Burghof und passt auf. Wir steigen hinunter ins Burggewölbe. Ich gehe zuerst, weil ich der Hauptmann bin. In Ordnung, Hauptmann. Alle Achtung, Hauptmann. Viel Glück, Hauptmann Felix. Nun kommt schon! Riesig ärgerlich, dass wir hier keine Taschenlampe haben. Hier, kommt hierher! Kinder. Hey. Wir brauchen keine Taschenlampe, weil wir eine Lanze haben. Fass an! Du hast recht, Hauptmann. Mit so einer Lanze fühlt man sich gleich wieder riesig stark. Haben wir es erwischt? Oder hat es uns erwischt? Es wäre doch besser gewesen, wenn die Lanze keine Lanze, sondern eine Taschenlampe wäre. Helft mir doch! Hauptmann Felix, lieber Hauptmann, du kannst uns doch hier nicht einfach alleine lassen!
Felix. Hallo, Dideldum, wo seid ihr? So antwortet doch. Hallo. Was ist das, Hauptmann Felix? Ja, was wird das sein? Hauptmann Felix, was ist das? Na ja. Das ist... Da würde nicht etwa das Burggespenst drin sein. Oh, wie das funkelt und blitzt. Edelstein und Diamanten. Aber nein, das bin ich. Das ist er, das ist er. Unser Lukas oder das Gespenst? Der Schatz, unser Schatz ist drin. Felicitas, wir haben den Schatz. Wir haben den Schatz. Wir haben den Schatz. Wir haben den Schatz. Hauptmann Felix, ich habe eine seltsame, traurige Stimme gehört. Furchtbar traurig. Lass sie doch, Felicitas, meine liebe, gute, tüchtige Feuerwehr. Wir haben den Schatz. Wir haben den Schatz vom Itzenstein gefunden. Hauptmann, wir melden... Der Schatz ist unser Riese gewesen. Meine Knöpfe funkeln im Dunkeln. Nein, 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 das kann nicht sein. Ohne Taschenlampe. Haben wir eben doch nicht richtig gesehen. Du, Hauptmann Felix, ob man nicht doch die drei nützlichen Dinge braucht, die die anderen Kinder haben. Eine Taschenlampe, mit der man sich nirgendwo im Dunkeln fürchtet. Einen Kompass, der die Richtung zeigt, und ein Fernglas, das Fernes näher rückt. Nein, nein, Glück muss man haben. Haben die anderen Kinder, die mit den nützlichen Dingen in die Ferien gefahren sind, etwa kein Glück? Sei doch endlich still, Felicitas. Ich glaube, jetzt höre ich auch schon Gespenster. Hallo? Ist dort jemand? Hallo? Psst! Es hat auch jedes Mal aufgehört, wenn meine Glocke Alarm geschlagen hat. Muss ein riesig ängstliches Burggespenst sein. Hört sich trauriger an als ein ausgedienter Leierkasten. Salto Mortale und Purzelbaum! Soll ich mal nachgucken, Hauptmann? In Ordnung, Dideldum. Sieh nach. Jetzt ist er oben. Warum kommt denn Dideldum nicht zurück? Hey, Dideldum! Lass mich mal nach dem Rechten sehen, Hauptmann. Vergiss du nicht auch noch, uns Meldung zu machen? Jawohl, Hauptmann Felix. Wenn oben, Meldung machen. Uppala. Hörst du das, Felix? Oh! Ach! Oje, oje! Hör meine Klage, Tandara dai! Nudeldudel, wer soll so einen traurigen Leierkasten länger aushalten? Mach mal Pause, kleiner Eisenzwerg. Warum jammerst du so, dass man selber Riesentränen vergießen muss? Du siehst ja schon ganz verrostet aus. Du klagst wohl hier schon lange?
Ich armer Ritter aus. Lass doch mal die alte Leier. Das hast du uns doch schon fünfmal vorgesungen. Mir wird ganz traurig zumute. Hör doch bitte auf. Ich möchte auch lieber von heute sein. Ich armer Ritter aus alter Zeit, ich tu mir bitterlich leid, bitterlich leid, bitterlich leid. Hallo! Seid ihr allesamt Burggespenster geworden? Zum Gruß, Hauptmann Felix! Was hast du da für ein schönes rotes Streitross? Ich möchte für mein Leben gerne mit euch reiten. Du, wenn du uns sagst, wo der Schatz zu finden ist, dann... Sag es doch bitte! Dann kannst du in unsere Mannschaft eintreten. Gebt mir euer ritterliches Wort dafür, dass ich dann mit euch in eure neue Zeit ziehen darf. Großes Pionierehrenwort! Das ist bestimmt viel mehr wert. Ja, riesig viel mehr. So wahr ich Robert von der Gänseblume bin, es gibt einen Schatz, einen herrlichen Schatz. Huch, huch, hurra! Unser Hauptmann Felix hat recht gehabt. Wir werden den Schatz von Itzenstein finden. Oh ja, und ein riesenhoher Turm wird davon gebaut werden. Und alle Leute werden herschauen und rufen... Riesengroß. Einzigartig. Wunderbar. Achtung! Ritter Robert, aufsitzen! Armer Robert! Wenn ihr den Schatz finden wollt, dann müsst ihr hinuntersteigen ins Burgverlies. Es ist ein herrlicher Schatz. Holt den Schatz! Holt den Schatz herauf! Riese Lukas, du steigst zuerst hinunter. Aber sieh dich vor mit deinen großen Latschen. Ist aber riesig finster da unten. Ohne Taschenlampe wird unser armer Riese die ollen Scherben gar nicht von den Diamanten unterscheiden können. Schnell! Holt schnell den Schatz herauf! Dir zuliebe, ja. Aber riesig gern tue ich das nicht. Unser Schatz sein? Hey du, Robert von der Gänseblume, wo bleibt denn der Schatz? Ihr habt ihn doch. Bei meinem Ritterwort, mit diesen herrlichen Schätzen werdet ihr euer Leben lang zufrieden sein. Vergesst mich aber nicht. Baut mich wieder zusammen. Und recht modern, wenn es geht. Was redest du denn da? Das soll ein Schatz sein? Oh ja? Ach du, was bist denn du für einer? Bitte sei doch nicht so streng, Hauptmann Felix. Ich kann ihn verstehen, weil ich doch auch mal eine alte Rummelplatzfeuerwehr war. Der Ritter von der Gänseblume will nicht mehr verrostet und altmodisch sein, sondern ein neuer Robert. Ach, du meinst wohl ein Roboter. Was ist ein Roboter, Hauptmann? Na ja, das ist eben einer aus Eisen und Stahl oder so. Mit einer Antenne auf dem Kopf und eingebauten Geräten.
Man zieht ihn auf und stellt ihn ein und dann tut er für uns, was wir wollen. Einfach großartig! Und gut wäre das, wenn wir so einen in unserer Mannschaft hätten. Du, Hauptmann Felix, wenn wir so einen Robert-Roboter-Ritter hätten, dann wären wir genauso gut. Vielleicht sogar noch besser als die Ferienlagerkinder. Hm? Wir würden keine Taschenlampe mehr brauchen. Robert könnte uns Licht machen. Und keinen Kompass. Robert müsste uns dann die Richtung zeigen. Auch kein Fernglas, weil wir durch Robert in die Ferne sehen könnten. Ja, wenn wir solch einen Roboter in unserer Mannschaft hätten. Na ja, warum nicht? Es wird schon werden. Im Basteln bin ich nicht schlecht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr könnt drauf und rein schlagen. Ich vertrage eine Menge Hiebe und Stiche. Ich glaube, er wird wunderschön. Hm? Er wird sehr hübsch aussehen. Und alles wird er können. Na klar, Felicitas, das kriegen wir schon hin. Ich komme ja nach den Ferien schon in die zweite Klasse. Pass auf, jetzt müssen wir ihn nur noch aufziehen. Riesigen Krach macht unser Robert. Dafür ist er ja nur aus Blech und Plaste. Und nach Fahrradklinge. Riesig gut finde ich das. Nur gut, dass alles funktioniert. Schatz vom Itzenstein auch nicht finden. Also, ich würde mich riesig gern mit den anderen Kindern vertragen. Nudel-Dudel-Leierkasten, ich hab auch nichts dagegen. Ich würde schon mit ihm auskommen. Mit dem blauen Augustin. Nein, nein, Lukas, wirf den Schlauch hinunter. Felicitas, wir fahren abwärts. Zu Befehl, Hauptmann Felix. Oh, jupp. Und nimmt uns ne Wolke den Sonnenschein weg, dann pfeifen wir dreimal, dann kriegt sie den Schreck. Oh, Roboter von der Gänseblume, du wolltest doch mit uns kommen. Steig auf. Entscheide dich. Blau oder rot? Aber schnell! Dir habe ich mein Ritterwort gegeben. Die Sonne am Himmel, die lacht, ja, die lacht, denn jetzt werden Ferien, ja, Ferien gemacht. Lala, 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 lala.
So, ihr großen Forscher. Nun sind wir also auf der Burg Itzenstein angekommen. Wir stehen hier gerade am Burgverlies, in das der Graf... Nudel-Dudel-Leierkasten, wie ist es dir ergangen, alter Bärenfreund? Das siehst du doch. Nicht nur, dass ich jeden Morgen Pflaumenmus kriege, ich habe eine sehr, sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen. Na ja, Poli, das kann schon sein, aber ich will dir sagen... Du Diedel, dumm du Affe, die Tasche mit den drei nützlichen Dingen, die kriegst du nicht. Oh. Da hört die alte Bärenfreundschaft und Affenliebe bei mir nämlich auf. Wo ist denn unsere Taschenlampe? Gib mir mal die Taschenlampe hier! Ja, die Taschenlampe! Zum Purzelbaum, der Poli hat's gut. Ich möchte auch lieber mit dem Augustin fahren. Guckt mal, was da unten alles liegt. Ich sehe gar nichts, nur ein Loch. Aber hier, hier, guckt mal, da sind prima Sachen für den Rumpelmann. Oh, für den Rumpelmann? Na klar. Für den Rumpelmann. Planet, das kann er gut machen. Das stimmt, ja. Nanu, was bist du denn für ein Rumpelmännchen? Nudel-Dudel, ich helfe euch. Nicht nur, weil ihr euch alle so nett bedankt habt, als ich die Brücke runtergeleiert habe. Papa! Es ist auch nicht, weil mein alter Freund Poli sowieso schon bei euch ist. Tatü, Tata! Eigentlich zum Purzelbaum ist es deshalb, weil ihr euch mit eurer Taschenlampe nie und nirgendwo fürchten braucht. Und keine Angst haben müsst, dass ihr die falsche Richtung einschlagt. Und dass ihr überhaupt von Weitem alles viel, viel besser erkennen könnt. Lieber Freund Diedeldumm, unser Augustin meldet mir, dass er dich mitnehmen wird. Hauptmann Felix, ich melde mich ab. Leb wohl, Felicitas. Auf Wiedersehen, großer Lukas und kleiner Ritter. Viel Spaß, Diedeldumm. Auf Wiedersehen. Viel Spaß. Lass dir's gut gehen, Wiedersehen. Wolke den Sonnenschein weg, dann pfeifen wir dreimal, da kriegt sie nen Schreck. Und schon scheint am Himmel die Sonne und lacht, denn jetzt werden Ferien, ja Ferien gemacht. Lass uns doch endlich losfahren. Wir werden den Schatz schon noch finden. Diesmal haben wir eben kein Glück gehabt. Ich habe es ja gleich gesagt. Dazu gehört bestimmt noch mehr. Da hast du recht. Ihr werdet es schon sehen. Feuerwehr, Felicitas, Schnitzel, Spritze, das macht Spaß. Tatütata, beiseite, Platz gemacht. Tatütata, Straße, freie Leute.